Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks, wieder auf dem normalen Server mit dem Matilda. Mit Matilda Black Price, dem neuen Premium oder dem ersten britischen Panzer, ein Premium Panzer, der sich für mich bis jetzt noch gar nicht gelohnt hat, weil ich relativ schlechte Gefechte bis jetzt hatte. Habt ihr wahrscheinlich mein erstes Video gesehen, den kleinen Ausraster. Wenn nicht, dann guckt in die Beschreibung. Wir sind hier auf Siegfried Line. Ich kämpfe mit meinen 20 FPS. Es läuft aber. Und wenn ihr euch fragt, weswegen gestern nichts kam, es tut mir leid. Ich hatte vorgestern noch einen kleinen Ticker. Ich erkläre das Ganze mal oder erzähle das Ganze mal aus meinem PC vorunter. Also ich habe ihn halt runtergefahren zum Neustart erzwungen. Also es halt Neustart gemacht, weil halt meine Grafikkarte mal eine kurze Auszeit brauchte, hat halt wieder so extrem geleckt. Und da hat der PC aber 6 Minuten gebraucht, extrem rumgebackt. Ich habe ein anderes Windows Design, mein Custom Design, das ist verbuggt gewesen. Muss dann wieder mein altes reinmachen, habt das jetzt auch noch nicht drin, erst neue. Müsste jetzt alles neu installieren wieder. Und, da habe ich jetzt keine Lust so drauf. Und das hat mich halt dermaßen aufgeregt. Es gab dann noch zwei Optionen: entweder platt machen den PC oder einfach mal aufräumen. Und ich habe halt die Aufräumen-Version genommen, weil ich habe noch irre viel Videomaterial, was ich auch für große Projekte, ich habe noch ein paar große Projekte vor. Da muss ich noch, da habe ich noch die Videos, das sind glaube ich 140 GB insgesamt, was ich noch an Videomaterial habe. Da meinte meine ganzen Grafiksachen, die nehmen auch nochmal 40 GB ein, also ich habe eigentlich keine, ich habe sowieso keine Festplatte, das heißt, ich müsste das alles irgendwie anders abspeichern. Und das geht ja schlecht. Deswegen habe ich dann auf Aufräumen gesetzt und, es hat dann auch relativ gut geklappt. Ich habe dann... Ich habe dann... ich habe den CC Lina. Vielleicht kennen das manche. CC Lina. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Durchlaufen lassen. Er hat 20 GB Datenmüll, Allgemeindatenmüll gelöscht. Plus nochmal allein 10 GB nur Firefox-Datenmüll. Und das ist irre. Das ist irre, wie viel. Und ja, das war aber noch nicht alles. Ich habe dann Antivirus-Programm durchlaufen lassen. Ich habe das nur bis 30% durchlaufen lassen. Danach, ging halt nicht mehr, war zu spät, musste ich stoppen. Hatte ich dann heute fertig gemacht. 5 Viren hat er gefunden zu dem Zeitpunkt. Beim ersten Durchlauf, einen hat er gelöscht. Jetzt beim zweiten hat er alle restlichen gelöscht. Und davor habe ich halt auch noch aussortiert Spiele, Programme, die ich nicht mehr brauche, einfach alles deinstalliert. Das Problem war, ich habe WoT aus Versehen deinstalliert. Das klingt doof, ja, wie installiert man WoT aus Versehen, ja? Es geht aber relativ einfach. Das ist, sehr schnell zu machen. Dadurch, dass ich nur Wirkungstreffer mache. Es ist sehr schnell zu machen, weil die Exe war in meinem System, Dingens, noch als 7.2 markiert. Das heißt, ich dachte, es wäre ein Testserver. Super, daneben geballert. Und kurz dann habe ich das dann einfach gelöscht. Und wie ich dahinter bemerkt habe, ups, weswegen haben meine Dateien keine Zugehörigkeit mehr? Ja, gefailed, gelöscht. Musste ich also heute nochmal alles runterladen. War jetzt nicht so das Problem, eine Stunde habe ich gebraucht. Das geht also. Naja, jetzt sind wir wieder drin. Ich wurde gebeten, noch einen Black Price, Prince, Video zu machen. Ja, das kommt jetzt hier. Ich werde auch noch einige andere machen, weil der Panzer finde ich an sich gar nicht so schlecht, nur ich glaube, ich muss mich damit einspielen. Ich habe noch nicht viel Gefechte, ich habe eine 75er-Crew. Und ja,
Das nur so als Infovideo. Heute wird wahrscheinlich noch ein Video kommen. Aber wie, wann, wo oder ob, weiß ich noch nicht. Und ich muss mich jetzt einmal nochmal reinfinden. Auch an meinen Optionen, wie man sieht, ich habe 20 FPS, das hat sich nichts verbessert. Also es ist so nach hinten bei mir auf jeden Fall losgegangen. Die Renderings-System hat bei mir auf jeden Fall so versagt. Bei mir geht es nämlich schlechter. Und sonst hatte ich halt 40 oder so. Aber ich tendiere halt gerade auf einen neuen PC. Und da fehlen halt nur noch 1.400 €. Und ja, ich hoffe, es funktioniert jetzt mit dem Mikro. Ich versuche jetzt nicht so viel sch oder so zu sprechen, weil das halt sonst so rumploppt, weil ich brauche eine Membran. Und Scheiß M6, ey, voller Käser. Ja, ich brauche halt eine Membran. So davor soll ein Polster halt. Und damit das halt besser wird, aber das habe ich halt nicht. Das funktioniert nicht auf dem Headset so gut. Und deswegen habe ich mir einfach eigentlich gedacht, ich kaufe mir kein neues Headset, sondern gleich ein Standmikro. Nur zurzeit geht irgendwie bei mir dann doch der PC, hat Vorrang, weil das echt extrem schlimm in letzter Zeit wird. Und so ein, ja, da muss ich auch schon Huni in Platten plätten für ein Mikro. Deswegen müsste ich dann gucken. Ja, 155 Damage, das ist ja extrem hoch. Ich freue mich über sowas immer. Boah, das Teil ist für ein Arsch, ey. 7 Gefechte, 3000 Damage, ja. Na, fail. Naja. Mal gucken, was die nächsten Gefechte bringen. Ich hoffe, ihr schaut sie euch an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nur so als Infovideo. Ich weiß, ich habe wenig über den Panzer gesagt. Das wird im nächsten Video kommen. Und tschüss.